Hi, Brands Weinladen, trinken solange es hell ist. Ich beug mich ein bisschen weiter nach vorne. Ich habe eben festgestellt, als ich mich so gesehen habe, dass das wahnsinnig aufdrückt und ich wahnsinnig fett wirke. Ja, ich komme ein bisschen angerückt. Ich erinnere mich mit Grausen, wenn wir es gerade von Fett haben, an Besuche beim Italiener mit meinen Eltern. Nicht, weil das Essen scheiße war, damals in den 80ern. Oder weil man dadurch besonders fett geworden ist. Nee, ich erinnere mich mit Grausen an den Wein, den man dazu bekommen hat. Meistens hat man irgendwie eine Flasche Frascati dazu bekommen. Und das war eine elende Plörre. Ich erinnere mich sehr, sehr gut, auch noch in den 90ern, an dieses Dreckszeug. Und deswegen habe ich mich Jahre und fast Jahrzehnte geweigert, Frascati zu trinken. Bin erst dieses Jahr überhaupt wieder dazu gekommen. Na klar, man hat zwischendurch mal immer wieder einen getrunken, aber das war irgendwie nicht so. Und ich habe mich dieses Jahr überreden lassen, Frascati zu probieren von Beaujolais Volpi. Und ratet mal was, ich sitze jetzt hier und stelle Ihnen Frascati vor. Frascati aus Malvasia und Trebbiano. Gut, muss zugeben, ich bin ein großer Malvasia-Fan. Aber vor allem dann, wenn er nicht ganz so opulent und breitfruchtig und vor allem nicht so arg alkoholisch ausgebaut ist, wie es die Spanier ganz gern machen. Ist der aber gar nicht. Was ich euch heute vorstelle, ist Beaujolais Volpi, Frascati, People. Das spiegelt gerade ein bisschen, das ist schwierig. Ich versuche das mal so zu machen. Wir haben hier ein Doc G, das heißt, wir haben hier ein wunderbares Biogeschöpf aus Italien, aus dem Latium, also rund die Gegend um Rom. Und allein schon die Nase, das ist ein bisschen Birne, ein bisschen Aprikose, auch so ein tiefschwerer Honig dabei. Und noch irgendwas leichtes, blumiges. Dann hat man Bock, da reinzubeißen. Das kommt total fruchtig frisch rein. Also diese Kehlenbeißer-Plörre, die man früher hatte, die wurde abgelöst, definitiv, durch was sehr Elegantes und was sehr Honiglastiges. Es geht wirklich so ganz leicht. Ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr so einen Löffel Honig nehmt, der klebt hinten so ein bisschen immer. Das tut er nicht, aber er hinterlässt genau das gleiche Mundgefühl. Und das ist echt ganz nett gemacht. Und ich habe das letztens ausprobiert. Ich habe den Frascati People ausgeschenkt zu einem Risotto Frutti di Mare. Das war richtig, richtig geil. Absoluter Burner. Kann ich euch nur empfehlen. Ihr könnt natürlich auch einfach so trinken oder ansonsten zu einem normalen Risotto machen. Aber meine Empfehlung ist definitiv Risotto Frutti di Mare. Falls ihr den Wein haben wollt, www.brandsweinladen.de. Trinken, solange es hell ist. Mit dem Wein, da seid ihr bei knapp 9 Euro dabei. Das ist eigentlich gar nicht teuer. Ich zeige ihn euch nochmal. Am Ende des Tages ist das hier meine Überzeugung gewesen, warum ich wieder Frascati trinken darf, soll, muss und kann. Wirklich mega geil. Für heute soll es das gewesen sein. Ich halte euch nicht länger auf. Ich wünsche euch einen wunderbaren Abend oder morgen, je nachdem, wann ihr das Video gerade anschaut. Ich hoffe, wir sehen uns bald. Besucht uns auf Facebook, auf Instagram, besucht uns über WhatsApp auf der Website, schreibt uns eine E-Mail, schickt uns einen Fax, irgendeine Brieftaube. Wir kommen und liefern euch den Wein. Bis bald. Tschüss.